Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Opfer & Co. Heute haben wir einmal ein neues Modell für euch, das wir euch gerne präsentieren wollen. Und zwar haben wir heute einmal die Raimund Weil Freelancer Chronograph in der Piper Special Edition für euch. Wir haben euch natürlich wie immer den Link von der Uhr hier einmal in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt wünschen wir natürlich erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. So, vor uns haben wir jetzt den wunderschönen Raimund Weil Karton. Einen schönen Anthrazit. Und den wollen wir jetzt einmal auspacken gemeinsam. So, als allererstes erwartet uns hier eine Einladung zum Weil Club. Die legen wir einmal zur Seite. Und hier haben wir vor uns jetzt die eigentliche Uhrenbox. Die legen wir aber auch noch für den Moment einmal zur Seite und schauen, was sich sonst noch hier in dem Karton verbirgt. So, und hier haben wir dann natürlich zum einen einmal die internationale Garantiekarte. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung für mechanische Uhren. Und natürlich einmal die gesamten internationalen Garantiebedingungen. So, kommen wir jetzt aber natürlich einmal zum Wichtigsten, und zwar zu der Uhrenbox. Und in der Box verbirgt sich noch eine weitere. So, und das Modell schauen wir uns jetzt einmal genauer an. So, wie gesagt, handelt es sich bei diesem Modell um die Raimund Weil Freelancer Chronograph, und zwar hier in der Piper Special Edition. Bei diesem Modell handelt es sich um die erste Pilotenuhr von Raimund Weil, und diese ist auch vom Gehäuse her nahezu komplett aus Titan gefertigt. Genauso wie die Schließe. Bei diesem Modell handelt es sich um ein 45 mm Gehäuse. Wie gesagt, Chronograph. Schauen wir uns das einmal an. Wir haben hier eine feststehende Lünette mit Tachymeterskala. Auf der rechten Seite haben wir einmal die verschraubte Krone hier mit wunderschönem Raimund Weil Logo und natürlich den zwei Drückern. Wir haben hier auf dem Ziffernblatt wirklich sehr schöne Details. Wir haben hier zum einen die drei Zeiger, zum einen Stunde, Minute und den blauen Chronographenzeiger. Diese sind alle drei in Form von
Rotorblättern designt. Das kann man hier schön sehen mit den weißen Spitzen. Wirklich ein sehr hübsches Detail. Darüber hinaus haben wir hier die Sekundenanzeige einmal auf der 9 Uhr Position mit einem künstlichen Horizont wie im Flugzeug. Das Ganze hebt natürlich einmal die Affinität zu Piloten oder zu Fliegeruhren erheblich. Wir haben hier die Datumsanzeige auf der 4 Uhr Position. Darüber hinaus haben wir ebenfalls eine GMT-Funktion. Hier einmal der schwarze Zeiger mit der roten Spitze. Und die rote Spitze soll natürlich einmal eine Kompassnadel symbolisieren. Wir haben bei diesem Modell beidseitig entspiegeltes Saphirglas verbaut. Und das ermöglicht einen perfekten Blick auf das Zifferblatt. Schauen wir uns einmal das Armband an. Wunderschön gelocht und mit Ziernähten versehen. Das Ganze ist aus Kalbsleder gefertigt. Dann haben wir hier die wunderschöne Raimund Weil Schließe. Diese ist wiederum aus Titan gefertigt. Und hier mit zwei Druckknöpfen zu öffnen. Schauen wir uns einmal den Boden und das Werk an. Wie wir sehen können, haben wir einen verschraubten Boden und haben hier einen perfekten Blick auf das Uhrwerk. Bei diesem Werk handelt es sich um das Raimund Weil Kaliber RW 5020 mit 46 Stunden Gangreserve. Und wirklich, wie wir sehen können, wunderschön mit gebläuten Schrauben. Sehr hübsch. Das ganze Modell ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Aber wie gesagt, handelt sich hierbei um ein Fliegermodell. Schauen wir uns einmal die Chronodrücker an. Wirklich klasse mit den weißen, blauen und roten Zeigern. Und die Knöpfe lassen sich hier wirklich einwandfrei bedienen. Reagiert blitzschnell. Verstellen wir auch einmal die gesamten Zeiger. Das Ganze lässt sich wirklich butterweich einstellen. Können wir einmal die zweite Zeitzone separat einstellen und beim Dreh nach oben das entsprechende Datum auf der 4 Uhr Position. Dann wollen wir uns natürlich auch einmal die Maße des Modells anschauen. Wie gesagt, handelt es sich hierbei um ein Modell von 45 mm und handgemessen kommen wir auf 44,9. Die Höhe bei dem Modell beträgt mittig gemessen glatte 14 mm. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch einmal den Hornabstand an. Und da kommen wir auf 53,4 mm. Des Weiteren haben wir luminisierende Ziffern sowie Zeiger. Wir haben hier Minuten, Stunde und die zweite Zeitzone als ebenfalls beleuchtet.
So, dann wollen wir natürlich auch dieses Modell einmal auf die geeichte Goldwaage legen. Und da kommen wir auf ein Gewicht von 112,06 Gramm. So, und hier habe ich das Modell einmal angelegt. Trägt sich wirklich wunderschön. Einfach ein absoluter Hingucker. So, das war es jetzt auch mit unserem Video zu der Raimund Weil Freelancer Piper Special Edition. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Falls nicht oder irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt sie doch bitte einfach unten in die Kommentare und da antworten gerne drauf. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.